So, zweite Runde mit Frankreich steht an, gegen China auf Gebirgspass. Wir spielen immer noch gegen eine KI. Wie gesagt, so zwei, drei Spiele werde ich immer erstmal gegen eine KI machen und dann werden wir auf zwei KI vielleicht hochgehen. Wir schauen mal. Gameplan ist eigentlich derselbe wie beim letzten Mal. Wieder Night Rush versuchen. Gerade gegen China könnte er vielleicht noch einen Ticken besser sein als gegen England. Ich habe allerdings ein bisschen umstrukturiert, was ich gleich machen werde, an der, wie ich die Dorfbewohner verteile. Wir werden zum Beispiel nicht die Leute vom Gold abziehen, um das Landmark zu bauen, um so ein bisschen mehr Goldpuffer zu haben, um mehr Knights rausbauen zu können. Zudem werde ich erst, bevor ich auf Holz gehe, die Dorfbewohner auf der Nahrung noch ein bisschen pushen. Dass wir da 8 bis 10 haben, einfach, dass wir auf der Seite quasi sicher sind. Ob das rechnerisch hinkommt, werden wir dann sehen. Kann schon natürlich sein, dass dann mit den ganzen Häusern noch für mehr Population und so es vielleicht dann doch ein bisschen sehr knapp wird. Wir werden es rausfinden. Dafür ist dieses Format da, um zu üben, zu lernen und zu experimentieren. Gebirgspass generell sind die Gegner sehr nah aneinander, weshalb England eigentlich auf dieser Karte sogar sehr mächtig ist. Also kann man eigentlich froh sein, dass wir die Karte nicht gestern schon hatten. Aber deswegen eignen sich halt auch häufig gute, schnelle Rushes. Und ja, deswegen. Vor der Zeit pushen, Kavallerieschule bauen, Knights raus und dann rushen. Und gucken, dass man ein paar Dorfbewohner abnimmt. Weil die Chinesen sind ja im Early Game, das haben wir dann im letzten Kapitel des Bootcamps gelernt, nicht die stärksten unbedingt in ihrem Late Game. Und deswegen wollen wir natürlich das Late Game so lange wie möglich herauszögern. Was sich auch gerade herauszögert, ist der Ladebalken. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Ja, er ist gerade dabei, ein bisschen Zeit wieder gut zu machen. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch starten, endlich. So, ihr da drauf. Nee, mal auf die 4 habe ich dich immer. Dort produzieren. Und du los, Schafe holen. Und dann anfangen zu scouten und mehr Schafe zu finden. So. Unser Gold ist hinten. Das ist immer schon mal ganz schön. Brauchst du erstmal ein Haus, bitte. Hier haben wir direkt noch ein weiteres Gold. Auch nicht schlecht. Sehr gut sogar. So, du dann nächstes bitte bauen. Und dann gucken wir erstmal. Hoffentlich haben wir diesmal wieder ein paar mehr Schafe hier direkt in der Nähe. Als beim letzten Mal. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Da. Abgeben. Dann. Weitermachen. Na, bisher immer nur noch ein weiteres Schaf gefunden. Das ist wieder nicht ganz so toll. Wo sehen wir denn schon unsere. Ja, die Berry Bushes sehen wir zum Glück schon. Und da ist. Aha! Hier haben wir direkt eine ganze Herde. Oh, und Dorfzentrum war mal wieder idle. Weil Philipp mal wieder nicht aufgepasst hat. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht unbedingt zu sehr alles herauszögert. Hier haben wir weitere Berry Bushes. Ich nochmal ganz kurz gucken. So, und jetzt hier bitte mehr auf Nahrung. Die nächsten Schafe kommen auch schon. So, wunderbar. Dann jetzt hier nochmal ein bisschen scouten gehen. Sehr schön. Oh, wir können jetzt sogar schon hochklicken. Machen wir auch direkt, würde ich sagen. Einmal die Kavallerieschule nach hier vorne bauen. Gehen wir zurück auf die Nahrung. Oh, vielleicht habe ich dann doch einen Ticken zu früh die Leute jetzt abgezogen. Wir wollen ja trotzdem weiterhin noch einen Dorfbewohner erschaffen. Okay, das Gold haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Und wir sollten dann zumindest direkt Gold für zwei
Knights mindestens haben, wenn nicht sogar noch mehr. Nein, 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 nein. Ah, ich verklick mich gerade viel zu viel. Das ist nicht gut. Ist nur die Frage, ob wir die Nahrung haben werden, wenn Valerie Schule fertig ist. Das ist die wichtigere Frage. Bring mal die neuen Schafe zurück. Und das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Ah, jetzt geht's wieder. Ich hoffe, dass das aber dann nochmal macht. So, hier die nächsten Schafe ran. Dann nochmal ein bisschen raus und nochmal ein paar Schafe eventuell finden. Ansonsten dann auf die gegnerische Seite rüber. Als ob der Tropfen dann immer noch vor mir in der Verteilzeit angekommen ist. So, du gehst jetzt hier hin. Müssen wir jetzt doch mal langsam auf Holz auch gehen. Wie viel Nahrung brauchen wir denn? 140. Ja. Okay, der ist dann doch nicht so gut gelaufen. Ich hätte wahrscheinlich nicht so viele von der Nahrung abziehen dürfen. Auch wenn es dann nochmal die Vorteilzeit einen Ticken herauszögert, ist es wahrscheinlich sinnvoller, das so nicht zu machen. So. Jetzt aber Neid bitte. Hier weiter ein Dorfbewohner, dann ist auf Holz. Geh nochmal ran. Und direkt der zweite Neid noch hinterher. Okay, hier vorne fängt wir jetzt schon Stein abbauen. Okay, wieso leckt das Spiel gerade so? Stimmt doch irgendwas nicht. Knight hinterher. Da baut er Gold ab. Okay. Warten wir noch auf den dritten Knight. Einer von euch kann schon mal einen Markt bauen. Hier schon wieder vergessen. Eidel Dorfzentrum, Philipp. Nie gut. Nie das Dorfzentrum eideln lassen. Er hat auch schon Stables gebaut. So, nächste Knight auch direkt hinterher. Aber ihr geht jetzt mal nach vorne. Fangt mal an, du bringst die Schafe zurück. So, machen wir mal kurz. Nächsten Knight. Dann auch da hinterher. Weiter umschauen. Schafe bitte dahin. Gehst dann jetzt mal auf der Seite ein bisschen scouten. Okay, irgendwas stimmt mit dem Spiel heute nicht. Ich muss mal ein bisschen zurück. Ein bisschen raus aus dem Bereich des Dorfzentrums. So, und du baust mir schon mal tatsächlich okay, da ist das Dorfzentrum, da können wir nicht so nah dran. Das chinesische Dorfzentrum ist ja leider ein Ticken stärker. Deswegen gehen wir jetzt mal hier ein bisschen rum. Schauen wir mal, was er hier so hat an
Oder ans Holz. Nuss. Sollten vielleicht auch mal das Rittertum-Upgrade zwischendurch mal ein bisschen reinbringen. Machen wir jetzt auch mal direkt. Hier dann schon mal anfangen, Bogenschützen zu produzieren. Jetzt mal nach vorne. Wieder. So, Bogenschützen werden weiter produziert. Sehr schön. Haben wir das. Dann bitte auch einmal eine Schmiede hier hinsetzen. So, jetzt haben wir 14 da drauf. Dann auch schon mal den Boom vorbereiten. Und dieser ist jetzt wieder zurück hier auf seiner Goldquelle. Rittertum ist abgeschlossen, sehr schön. So, Bogenschützen ziehen wir dann auch mal nach vorne. Schmiede ist fertig, kann allerdings gerade keine Upgrades leisten. Muss man eben das. So, versuchen wir jetzt mal ein bisschen rauszutreiben. Ja, nimmt den. Ja, sehr schön. So, raus, 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 raus. Jetzt kämpfen. Ihr seid Ritter. So, einen Sammelpunkt jetzt mal nach vorne packen mit beidem. Ein paar Bogenschütze auch noch hinterher. So, jetzt ein paar mehr wieder auf Gold. Damit das auch wieder hochkommt. Nochmal bauen. Baut euch schon mal ein nächstes Holzfällerlager dahin. Ja, einmal bitte kurz ein bisschen zurückziehen. Deine Ritter ist nämlich im Schussbereich des Dorfzentrums des Gegners. Bogenschützen noch ein bisschen upgraden. Du gehst nochmal hier rüber. Und dann schon mal die ersten. Auf Felder, damit die Transition besser funktioniert. Der eine hat er leider verloren. Bogenschützen, mal getrennt bitte. Und den Reiter raus. Und zurück. So, Bogenschützen. Kriege ich den. So, neuer Reiter hinterher. 1, 2. Und.
Ich habe noch gar nicht wieder zack. Zack, denn ich bräuchte langsam auch mal das Belagerungswaffen-Upgrade. Muss mal wieder ein bisschen raus. Dorfbewohner auch bitte weiter produzieren. Da einmal das machen. Felderwirtschaft. Das Upgrade. Kommt mal wieder raus. Aus dem Bereich. So, du kannst mal jetzt wieder Holz ein bisschen verstärken. Ja, ist okay, ihr seid durch. Dann brauchen wir jetzt noch Holz. Haben wir aber jetzt sofort. Baut mal eine Ramme. Nochmal die Speer weg. So, Ramme. Randa. Hier noch weitermachen. Nochmal das weitere Haus. Wir kaufen mal ein bisschen Holz, damit ihr das nächste Dorfzentrum bauen könnt. Ihr baut den nächsten Rambock. Mal schnell auf. Bis es denn auch noch vorangeht. So, dann nochmal ein paar mehr auf Holz. Bitteschön. Ihr seid auch bald fertig. Das heißt, hier dann auch schon mal die ersten auf. Darüber so, Ram an, jetzt ans Dorfzentrum ran. Bogenschützen, erledigt die Speerträger. So, ran da. Weiter produzieren, so ihr. Du schickst dann nochmal welche auf Wood. Und dann. Du schickst mal. Na, auf die nächste. So, ihr baut mir die Gildenhalle. Dorfbewohner erledigen, die zur Rettung kommen wollen. Geh direkt weiter zum nächsten Landmark. Läuft eigentlich ganz gut. Dann auch nochmal die Rüstung upgraden. Und damit haben wir China erledigt. War ein schnelles Match. Habe ich aber auch erwartet, dass es tatsächlich schnell geht. Wie gesagt,
eine Fraktion, die im Early Game sehr stark ist, gegen eine Fraktion, die im Early Game sehr schwach ist. Das war, glaube ich, zu erwarten. Vor allem, da die KI halt nicht so vorausschauend dann arbeitet. Wie, ne, ich das immer gemacht habe, halt Frankreich dann schön vom Gold fernhalten, damit ja nicht die... Okay, der ganze Rechner leckt, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Ich muss gleich mal gucken, was da los ist, ob Windows wieder im Hintergrund irgendwelche Updates runterlädt oder so. Naja, gucken wir uns mal eben kurz die Zeitlinie an. Hier darf man wieder sehen, ja, ich habe immer wieder zwischendurch geidelt, weshalb ich hinter dem Gegner war, wieder mit den Dorfbewohnern. Aber trotzdem, es geht. Es war diesmal nicht ganz so schlimm wie sonst. Militär, ja, waren wir hier gleich auf, aber ja, ne, Ritter gegen und plus Bogenschützen gegen das, was der Gegner hat, ne. Und China hat nicht viel, weil bei China ist ja der Punkt, die Palastwachen kommen ja auch erst später dazu. Also das, was England gemacht hat, mich mit den Landknechten quasi so ein bisschen off guard zu erwischen, das Problem hat man bei China, also bei China nicht als Franzose, weil China hat ja die Palastwachen erst zum späteren Zeitpunkt zur Verfügung. Dann alle Rohstoffe, Nahrung, Holz, Stein. Stein hat er mehr, okay. Gold, okay, ich habe halt mehr Gold investiert währenddessen. Er hat mehr Gold dann auf dem Konto gehabt. Aber okay. Statistik, Technologie natürlich, hat der Gegner mal wieder mehr erforscht. Wen wundert's? Ich hab einen Ritter nur verloren. Ich hab nur einen Ritter verloren. Aber welches Gebäude habe ich verloren? Ach so, das, was ich einmal falsch gebaut habe und dann abgerissen habe, ne? Das zählt wahrscheinlich damit rein. Na, Wirtschaft, Steine hatte, wie gesagt, mehr. Das war doch eine gute Runde. Dann beim nächsten Mal geht's ins Mirror-Matchup gegen Frankreich selber.